ihr seid leider ein Partner wieder hier. Willkommen bei SOS The Ultimate Escape vom letzten Alpha-Wochenende der zweiten Testphase. Ich bin jetzt extra hier im Hauptmenü, um meine Antwort zu machen, um euch zu sagen, ihr kriegt es jetzt auch bei dem und bei den nächsten Videos, was ich noch aufnehmen werde. Ich hoffe, ihr werdet genug zusammenbringen. Oder sonst, wenn es auch nur ein kurzer Zusammenschnitt von den Alpha-Wochenende sein wird. Je nachdem, wie sollte die Teamkollegen sein, bekommt ihr auch die Pre-Show mit rein, damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Wir sehen uns dann wieder in der Lobby. So, wir sind jetzt in einer Lobby. Wie ihr gesehen habt, eure Audio wird kalibriert auch noch vorher. Also, das ist auch ein ziemlich cooler Faktor, dass der Ingame-Voice so gut funktioniert. Das wird anscheinend durch ein sehr cooles System eigentlich interagiert, das Ganze. Jetzt haben wir nochmal zu warten, bis alle Spieler geladen sind, und dann wird sie gleich nachher die Dings sehen. Es dauert leider ein bisschen, bis es anfängt. Na also. So, und da beginnt schon mal. Hey. Hello. Yeah. What's up, motherfuckers? Ah, hello. Hello. Man kann hier schon ein paar Worts geben. Hey. I just want to be friends with you. Hello. Hey. Warten wir mal, bis wir dran sind. Where the fuck I am? Ich glaube, hier haben wir mal eine normale Lobby, wo sie nicht rumschreien wie ein Idiot. My name is Doodle Day and you're watching the Disney Channel. Liebt sie mich auch. Ja, der schaut fast gleich aus wie mich. Ja. Das Gute ist, man kriegt oben eine Anzeige, wenn man dran ist. Ein paar Knöpfe drücken einfach. Hello guys, it's Fabian. Oh, schau, ich bin in 2 Sekunden dran. Geht in der Chopper, now! Das ist mein Starter-Catch-Frame, Leute. Oh, man. Oh my god, if y'all don't help me, I'm gonna get my Tumblr followers to kill you. Hello, Mommy, I'm on TV! Genau so, was meine Leute. Es ist einfach nicht gut. Wenn du so eine anstrengende Lobby hast, so wie hier, die was ich wieder dran halten. Aber es gibt ja wirklich Leute, die was richtig reinkreischen auch. Und da sind wir wieder auf der Insel. Als allererstes. Ein Funkgerät auf irgendeinen Sender, was keinen interessiert. Oh, mal ein neues Spawnpunkt für mich. Eine schwebende Kiste. Meine Schädel gefunden. Der Spawnpunkt ist für mich ehrlich gesagt neu. Aber ändert trotzdem nichts dran. Loot finden. Schauen wir mal. Wo sind wir? Ganz rechts, okay. Also wir müssen in die Richtung. Wir haben gerade hier keine. Ja, wir haben hier in der Nähe. Ruinen. Ja, SOS. Das letzte Testwochenende jetzt von der zweiten Alpha. Vielleicht gibt es eine dritte oder es wird gleich direkt eine Beta geben. Man weiß es nicht. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Muss man sagen. Vor allem, wie sich die Leute hier verhalten, das ist auch mal ganz witzig. Hello there! Hello. Wanna team up? Yeah, go. Help me with the monster. Okay, if he attacks you, block. Yeah, I know. Von der Weapon. Mal schauen, wie das die Allianz hier bestehen bleibt. Nothing here. Yeah. Ah, okay, you wanna go this. No, we need more stuff and go to the temple. First. Yeah, here upstairs is another one. Yeah. But let's go to this. Okay.
Yeah, I came, I came. Mal schauen, wie gut das jetzt mit dem abläuft. Schädeln wir mal mit, man weiß ja nie. Ja, macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Und wenn man hier so Teammates hat wie ihm hier. Oh shit, hier ist ein Monster. Yeah, yeah. Dann macht es umso mehr Spaß. Ein paar Änderungen haben sie gemacht, Leute, muss man sagen. Ich rede jetzt schon wieder zu wenig mit euch. Oh. Und zwar, man kann jetzt auch... Und zwar kann man jetzt verschlossene Türen mit... mit Faustschlägen öffnen. Und wir müssen jetzt. Und die. There's someone in the car downstairs. Yeah. Go down. Oh fuck. Yeah, he needs support. Are you okay? Yeah. Fair. You have one gun? Yeah. Thanks, dude. There you go. I what was the key to take it? Sorry. Alright. There's just me. Yeah, I need there's a papaya or something. Back inside the car. Inside the car, there's two others of them. Ah, okay, thank you. And if you got some lockpick, I found two med bays if you want some antidote. Okay. And there's a papaya inside. Go to the temple. Yeah, well, where you are, that's. That can be helpful. Oh, ow. Sorry. It's alright. Das ist auch neu für mich.
Oh yeah. That's treasure hunt. Yeah, I know where it is, I'm not sure. We need to go to the second floor over there. We have no one. 35 maybe. 45. Yeah. All right. So test. Okay. Hier ist noch ein Kopf. I got a monkey here. I can take some help. So I can take some help. Kann ich mich jetzt echt allein lassen, oder was? Ah! Where are you, buddy? In the middle of the tapper. Alter, alles muss man selber machen. Ich sehe da keine große Hilfe. Mein Messer ist auch fast kaputt. Wie ist der Dude? Yeah, I have to fight versus a monster. I try to get you. Okay. Hello? Ah, there you are. You see us? Near some boxes. Oh! Oh, wait, I defected one. Sorry. I can give you an axe if you need one. Nice. All right, let's find another relic. Yeah.
Do you need a weapon? I can give you an axe. Yeah, that would be nice. Thank you. You're welcome. I need an antidote. I hear the drums. I'm infected also. Here's a mushroom for, if you need one. I'm okay, I'm full of mushrooms. Oh shit, here are two. Here downstairs are two. Be careful. Around the corner there are two. And here's another one, breaking through. Yeah, I'm coming. Luck pick. Nice. We need a luck pick. Another one, I have one, I have one. Behind you, behind you! Friendly fire. Yeah, sorry. That's alright. Oh, nice. I have a gun. Where are you guys? Where are you going? I lost you, dudes. Are you go back or? Verdammt, die beiden verloren. Hm. Ich meine, ihr habt jetzt eine Waffe. Dude, where are you? Where are you? Still downstairs, still downstairs. I lost you. Just hold the yellow trail, you're gonna find me. I go the way back, we go come in this temper. Okay, I try to follow you. We are going to the cradle, find us. The cradle? Copy. Yeah. Alright, there you are, guys. Yeah. Have somebody or a mushroom? No. Oh, you're almost. Yeah, wait. Take my weapons. Alright. Yeah, I gotta need that. Yeah. Alright. I'm already turned, so I leave you. have luck, friends. Ah, oh, shit. Ganz ehrlich, ich bin eher mehr so der Spieler, wenn ich hier nichts reißen kann, dann versuche ich wenigstens meinen Teammates so weit zu helfen, wie geht. Ja.
Come here. Oh shit. Okay, der hat mich fast getötet. Mushroom. Ich hab ein bisschen Zeit erkauft. Help me with monster. Aber ich bin jetzt so der Gun für dir. Ja, für dich. Oh Mann. So, kann ich ihn da wenn mitnehmen? Das wäre noch so ganz witzig, oder? So. Was? Der überlebt einen Headshot? Und noch einen? Oh shit! Das Ding gesagt hat. Oh, getötet beim Monster. Ah, oh, das sind dann meine zwei Teammates. 11 Minuten haben sie noch. Verzeiht, dass ich jetzt so wenig geredet habe, aber ich bin jetzt eher mehr aufs Spiel konzentriert. Go, some weapons. Und dass natürlich die Leute nicht verlieren. Ich habe denen noch, wie gesagt, ich habe denen noch versucht, wenigstens einen Sieg zu geben. Anhand schon den Typen mit dem Relikt. Ah, ja. Schauen wir uns das noch an, wie sie sich schlagen, oder? Okay. Careful. Ich nehme ein paar Bewertungen auf das Ding. In der Hoffnung, das hilft was. Ich will ihm auf jeden Fall meinen Revolver geben. Ja, yeah, I see one. Ah, die sind ja genau, die sind noch dazu, noch einen zweiten Relikt, okay. Two of them. Das Problem ist, die halten nicht ziemlich viel aus. Änderungen, genau. Die haben jetzt dann auch die Airdrops geändert. Und, wie sie ja schon gesehen hat, gehabt, die haben auch die Kisten ein bisschen geändert. Also blau scheint Waffe zu sein. Also, für irgendwas, sei es jetzt Ammo oder... Oh, da gibt es schon ein Team, wow. Okay, da ist anscheinend schon ein Team gescheitert. Für Nahkampfwaffe oder sonst irgendwas. Oder sie haben generell die Statuen geändert vom Ding her. Wegen, damit man sie leichter erkennt, das kann nämlich auch sein. Alright, go attack him. So, man kann auf die beiden was schaffen. Schauen wir mal, der hat einen Relikt. Okay, sie hat einen Flamergun hochgeschossen. Die haben auch einen Relikt. Ihr seht schon, es gibt jetzt auch Granaten, einmal Poison-Granaten. Es gibt Poison, also Giftgranaten, mit Moskitogranaten und Rauchgranaten. Sehr, sehr, sehr witzig gemacht. Oh nein, er ist geturnt! Oh nein! My teammates! No! Oh Gott! Nein, wie unlucky, Leute, wie unlucky! Ja, das war's jetzt leider mit meinem Team. Das war's von meinem Team. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von SOS The Ultimate Escape. Bis dahin, ciao!